Hi Leute, heute gibt's eine klare Ansage. Muss ich mit YouTube aufhören? Wie geht's hier weiter? Heute möchte ich mal ein paar Sachen klarstellen. Ich wollte ein bisschen Klartext reden, weil ich gemerkt habe, manche haben ein bisschen falsche Vorstellungen, wie Dinge im Leben so ablaufen, wie das System hier aufgebaut ist, wie die Welt hier aufgebaut ist, wie es abläuft. Und zwar, beziehungsweise es wird noch ein Video kommen, das heißt, nichts ist umsonst. Und ich möchte heute ein bisschen auf das Thema Geld, Finanzierung, auf den Kanal hier eingehen, weil mich hatte jetzt neulich zum Beispiel jemand gefragt, was den Retreat angeht, und hat dann geschrieben, hey, sie findet 840 Euro für 8 Tage, findet sie total teuer für ein Seminar. Und ich möchte mal ein bisschen erklären, wie dieser Preis zustande kommt und dass das ein mehr als günstiger Preis ist. Das, was du da rausziehen kannst, das kannst du sowieso nicht bezahlen, weil wenn du nicht gesund bist, dann weißt du, was dahinter steckt. Also, aber ich weiß natürlich auch, das Thema ist sehr, sehr behaftet, das Thema Geld im Allgemeinen. Und gerade hier auf YouTube oder auch in der alternativen Szene sind sehr viele mit einem sehr verquerten Mindset unterwegs, was Geld angeht, und Geld ist häufig was Schlechtes. Für mich ist Geld einfach nur eine Möglichkeit, um Projekte zu finanzieren. Manche haben die naive Vorstellung, also wenn man zum Beispiel 2000 Meter irgendwo auf einen Berg geht und dann gibt es ein Glas Wasser, eine Saftschorle, egal was, und dann kostet die Saftschorle halt 5 Euro anstatt 2 Euro. Und sagen viele, oh, das ist ja total teuer, kann ich sie mir auch mitnehmen? Kannst du auch machen. Aber der Punkt ist das, wenn du noch nie, ich verstehe das natürlich auch, wenn man noch nie etwas aufgezogen hat in eine ähnliche Richtung und nicht weiß, was dahinter steckt, dann kann man viele Preise gar nicht so vergleichen oder hat da, wie gesagt, relativ naive Vorstellungen. Aber wenn du jetzt mal schaust, jemand muss die da hochbringen. Jemand muss dann ein Haus bauen für vielleicht 500.000 oder sich da was mieten für unglaublich viel Geld. Dann braucht er jemanden, der dich bedient, der das da sauber hält. Alles Mögliche. Also es ist nicht so, dass da dann deine Apfelsaftschorle steht auf dem Tisch und die taucht irgendwie von aus dem Nichts auf. Da hat jemand Arbeit reingesteckt. Und das habe ich auch in diesem Video, nichts ist umsonst, das noch rauskommt. Auch ein bisschen dir näher gebracht, ein bisschen mehr da ins Detail gegangen, was ich damit meine. Das heißt, es steckt immer eine Arbeit dahinter. Oder jetzt auch, wenn man ein anderes Beispiel hat. Du gehst in den Supermarkt, kaufst dir ein konventionelles Stück Fleisch irgendwo in der Theke. Den Preis, den du bezahlst, das ist nicht der eigentliche Preis. Den eigentlichen Preis für das Fleisch, das du da in so einem Laden kaufst, im Supermarkt, das zahlen deine Kinder. Das zahlt jeder, der später noch auf dieser Welt lebt. Die Verschmutzung nimmt dadurch immer mehr Überhand. Was hinter so einem Stück Fleisch steckt, wenn ein Stück Fleisch in einem Laden das 10, 20 oder 100-fache kosten würde, dann wäre es noch viel zu wenig. Das heißt, hinter diesem Fleisch steckt viel, viel mehr und die Kosten sind ums 10, 100-fache wirklich. So. Und jetzt mal, um zum Beispiel sowas wie auf dem Retreat einzugehen. Vielen ist nicht klar, wie viel Arbeit dahinter steckt und was für ein Wissen und was für vor allem eine Erfahrung, jahrzehntelang mittlerweile schon. Ich habe mit 15 Jahren begonnen, mich da wirklich intensivst einzulesen, und vor allem, es bringt nichts, sich da nur einzulesen, sondern wenn du die Erfahrung machst, wenn du was wissen möchtest, wirklich wissen möchtest, dann gehst du normalerweise zu jemandem, der es erfahren hat, der das nicht jetzt ein halbes Jahr mal ausprobiert hat, sondern der das lebt seit 10, 20 Jahren. Dafür bezahlst du.
Und normalerweise kosten Seminare, die kosten mal 500 bis 1000 Euro, mal für ein paar Tage schnell. Und da ist auch kein Essen dabei. Weil dann bei dem Retreat eben die Sache war, hatte mir jemand geschrieben: Oh ja, da ist ja nicht mal, ist ja Selbstversorgung. Du bezahlst für das Seminar, die Unterkunft ist ja sogar dabei beim Retreat. Die Unterkunft ist dabei, ich muss ein paar tausend Euro aus eigener Kasse vorstrecken für die Unterkunft. Auf eigenes Risiko, wenn da keiner kommt, dann ist es weg. So. Man muss sich mal schauen, was dahinter steckt. Dann bin ich da eine Woche wirklich beschäftigt, bin da eine Woche komplett 24/7 da für die Teilnehmer, wenn du da mitmachst. Und dann habe ich nicht die Arbeit beim Retreat nur, sondern ich muss das organisieren, ich muss die Webseite machen und so weiter. Im Moment bin ich alles selber am Machen. In den letzten 3 Jahren, nur um es mal klarzustellen, das soll keine Rechtfertigung sein, sondern es ist nur, weil viele nicht wissen, was dahinter steckt für eine eigentliche Arbeit. Deswegen möchte ich es mal klar raushauen. Ist auch nichts, womit ich mich da irgendwie profilieren möchte oder sonst was. Ich mache es gern und es ist das, was ich weitermachen möchte. Aber vielen ist anscheinend nicht klar, was für eine Arbeit und was für eine Energie und Zeit ich da reinstecke. Deswegen möchte ich es hier sagen. Und bei so einem Retreat sind vorher Wochen, Monate lang, wo was organisiert wird, wo immer wieder Mails reinkommen, der Austausch, da gehen hunderte von Arbeitsstunden drauf. Und Webseite, ich programmiere das alles selber, allein damit und Social Media bin ich einen kompletten Tag beschäftigt. Dementsprechend, es gibt trotzdem genug Möglichkeiten, wo du kostenlosen Content bekommen kannst. Ich habe über 500 Videos auf dem Kanal. Die kannst du dir erstmal völlig umsonst anschauen. Komplett. Und da kannst du schon so viel lernen. Ich organisiere auch kostenlose Treffen, wie die Potlucks immer. Oder bin bei anderen Veranstaltungen, wo du einfach vorbeikommen kannst. Oder kostenlose Webinare, wo du umsonst deine Fragen stellen kannst und direkt persönlich beantwortet bekommen kannst. Aber das ist mir nur möglich, wenn ich das finanziere, durch andere Produkte natürlich, die ihren Preis definitiv mehr als wert sind. Um es ganz klar auf Deutsch mal zu sagen, bei den Retreats. Ich gaukel dir nicht irgendwas vor. Und es kann auch mal phasenweise nicht so bequem sein, weil ich sag dir, wie es ist, was du machen kannst, aber das bedeutet auch, dass du was verändern musst, wenn du wirklich gesund werden möchtest. Aber wenn du das umsetzt, dann kannst du, da sparst du dir Hunderte, Tausende von Euro, die du in deinen Arzt steckst. Der letzte Arzt, den ich gehabt habe, weil der letzte Arzt, bei dem ich war, das war mein Kinderarzt. So, du brauchst keinen Arzt mehr, nichts, weil du erfährst, was Gesundheit ist. Und es ist unbezahlbar. Am Ende, wenn du auf dem Friedhof liegst, dann ist es dir egal, wie viel auf deinem Konto ist, wie viele Häuser du hast. Am Ende landest du wieder zack in deinem Grab. Es geht nur darum, wie intensiv du hier gelebt hast. Was hast du gemacht? Hast du das gemacht, was dir wichtig ist in deinem Leben? Hast du aus dem Herzen rausgelebt? Hast du das gemacht, was dir was bedeutet und was dir wichtig ist? Und das ist das, was ich mache. Ich habe die letzten 3 Jahre mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe fast. Jetzt am Ende, in den letzten Monaten, kommt langsam mehr rein, als dass ich ausgebe. Und in den letzten 1 bis 2 Jahren mindestens habe ich mir keinen Tag mehr freigenommen. Zero, null, keinen einzigen Tag. Jeden Tag mache ich was für Social Media, für YouTube, egal was. Und wenn dann Leute kommen und sagen, hey, das ist ihnen zu teuer, okay, dann ist es dir das anscheinend gerade nicht wert. Du weißt vielleicht nicht, was dahinter steckt, was das für eine Möglichkeit für dich ist. Oder du bist einfach finanziell gerade auf einem anderen Standpunkt. Dann ist es auch in Ordnung. Dementsprechend gibt es ja auch kostenlosen Content für alle anderen hier auf YouTube. Wie gesagt, über 500 Videos und das möchte ich auch weitermachen. Aber mir ist es nur möglich, das weiterzumachen, wenn sich das auch finanziert. Und das wollte ich nur mal raushauen, wenn ihr dazu noch Fragen habt, was da noch mehr hintersteckt. Wie gesagt, die Programmierung, die Webseite, dafür habe ich auch laufende Kosten jeden Monat. Eine Webseite programmiert sich nicht von alleine. Allein das sind hunderte von Arbeitsstunden.
Allein wenn du dir überlegst, 500 YouTube-Videos, dafür brauchst du mehr als 500 Stunden Arbeitsstunden. Und dementsprechend, wenn du das gut findest, was ich mache, wenn du die Projekte weiter unterstützen möchtest, in die Projekte von mir investieren möchtest, so damit mehr Menschen dieses Wissen ermöglicht werden kann, dann freue ich mich jederzeit, wenn du in Produkte von mir investierst und dafür kriegst du nochmal einen zehnfachen Nutzen davon. Weil die habe ich mit Herzblut und Wissen und vor allem der Erfahrung entwickelt, um dir genau an dem Punkt zu helfen, wo du gerade bist. Und die Retreats mache ich jetzt nicht seit gestern, sondern mittlerweile schon ein paar Jahre. Und dementsprechend steckt da viel mehr Erfahrung auch in diesem Gruppenprozess drinnen. Ich bin seit Jahren am Gruppen mitarbeiten. Ich hatte sonst auch Inliner-Kurse gegeben. Und wenn ich Geld verdienen möchte, wenn es mir nur um Geld gehen würde, dann höre ich auch nicht nach meinem abgeschlossenen Studium in Bauingenieurwesen und nachdem ich im Ingenieurbüro auch stundenweise gearbeitet habe, höre ich nicht mit so einem Job auf, mit so einem akademischen Job, wo viele so viel Wert drauf legen. Ist auch ein ganz schöner Job, hat mir auch Spaß gemacht. Aber im Moment gibt es einfach wichtigere Sachen. Dinge, die mir wichtiger sind, die in der Welt jetzt nötiger gebraucht werden. Und dementsprechend, mir ist es nur möglich, solche Dinge hier und hier richtig viel Content rauszuhauen, wenn ich das finanziere über Produkte, in denen ich euch noch mehr Wert gebe. So. Und das war es jetzt eigentlich so ziemlich, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt und allgemein, was eure Meinung auch dazu ist, dann kommentiert einfach direkt unter das Video. Ich freue mich auf euer Feedback und ich möchte am Ende auch mich nochmal, habe ich jetzt gleich am Anfang noch gar nicht reingebracht, möchte ich mich nochmal für jeden bedanken, der mich unterstützt. Ich bin unglaublich dankbar. In der Zeit jetzt auch schon in den letzten 3 Jahren, auch wo ich noch keine Produkte rausgebracht hatte, wo ich noch keine Kurse draußen hatte, hatte ich schon immer Leute, die mich unterstützt hatten. Da waren Leute, die haben kleine Beträge gespendet, große Beträge gespendet. Völlig egal, ich habe mich über jeden Betrag gefreut. Und da waren teilweise wirklich schon höhere Mengen dabei, auch an Spenden. Aber trotzdem hätte es lang nicht gereicht, um überhaupt mal solche Sachen wie eine Videokursplattform zu finanzieren. Selbst das hätte man damit monatlich nicht machen können. Trotzdem bin ich wirklich unglaublich dankbar dafür. Es hat mir viel ermöglicht und um weitere Projekte und weiteren Content hier zu ermöglichen, freue ich mich einfach, ja, über alles, was da reinkommt. Sei es per Produkte, per Spenden, egal was. Wenn du das gut findest, wenn es dir was gebracht hat. Ich bin so unglaublich dankbar für die Sachen, die Arbeit, die manch andere für mich umsonst gemacht hat. Und wir vergessen wirklich in Zeiten des Internets, wie viel kostenloser Content da draußen schwebt. Und in meinen Kursen ist es auch so, du bezahlst nicht nur für das, was ich sag, sondern du bezahlst für das, was ich dir auch nicht sag. Ich gebe dir genau das an dem Punkt, wo du gerade bist, an die Hand, was du brauchst. Und lad dir nicht einen Haufen Mist auf. Das belastet dich auch, wenn du irgendwo mit deinem Fahrzeug rumfährst und ständig einen Haufen Mist mit dir rumträgst. Deshalb ist Minimalismus vermutlich auch so ein Trend heutzutage, weil in dieser überfluteten Welt können einfache, klare Dinge, die auf den Punkt gebracht sind, einem viel mehr weiterhelfen und genau der Schlüssel sein, um ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen, sich selbst zu entwickeln, wirklich zu transformieren und nicht nur irgendwas im Äußeren zu verändern. Und darum geht es mir und vielen Dank für jeden, der mich bis hierher unterstützt hat.
Ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit und hoffentlich auf ganz viele schöne Kurse. War unglaublich schöne Erfahrungen, unglaublich schöne Retreats gehabt. Und ich freue mich jetzt auch wieder dann auf den Retreat im Schwarzwald. Und hoffe, wir werden da eine schöne Gruppe sein. Bin gespannt. Jetzt hast du noch die Chance dabei zu sein. Jetzt sind noch Plätze frei, genau. Und ansonsten, ja, macht's gut. Ich freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback. Schreibt direkt unter das Video, was ihr zu der ganzen Sache sagt. Ansonsten, macht's gut. Ciao.